Heyo, meine Lieben, heute will ich mal einen Chicken Reis-Topf probieren, so wie ich mir das vorstelle wieder mal. Und ob mir das gelingt, ob nicht, ob es hinterher schmeckt, ob nicht, das sehen wir in meiner kleinen Küche. Auf geht's! Zutaten wieder relativ minimalistisch. Die Kokotte, wenn ich es mal wieder richtig ausgesprochen habe, stelle ich gleich mal auf die Seite. Ein paar Frühlingszwiebeln, ein Butterschmalz, ein bisschen Zwiebel braucht man nicht viel. Da braten wir nachher den Reis ein klein bisschen an. Zwei Hähnchenbrüste, zwei Orangen, Salz, Pfeffer und ein klein bisschen Curry. Und dann habe ich hier noch den Reis und ein bisschen von den Hühnerbouillon. Ja, das schmeiße ich dann einfach den restlichen Brocken vom letzten Mal mit rein. Und natürlich ein bisschen Wasser, vielleicht noch ein klein bisschen Zucker nachher. Das sehen wir. Aber jetzt fangen wir erst einmal an mit dem Hähnchenzeug. So. Spüle ich noch schnell ab und dann sehen wir uns wieder. Soderle. Und das schneiden wir uns jetzt erst einmal in mundgerechte Happen, bevor wir es dann zuallererst anbrutzeln. So, das Hähnchen wäre klein geschnippelt. Als nächstes schnippel ich mir noch die Frühlingszwiebel klein. Und dann können wir eigentlich schon zum Anbrutzeln gehen. Wenn ich schon beim Schneiden bin, schnibbel ich mir noch von der Zwiebel was weg. Da braucht man, wie gesagt, nicht viel. Gerade noch das Paprika-Tomatenmark gefunden. Das verwenden wir auch. So, und dann habe ich eigentlich, ja, bis auf nachher die Orangen, die Schnippelei schon soweit fertig. Und dann gehen wir rüber an Herd. Oh, verdammt, jetzt habe ich doch glatt vergessen gehabt, dass ich hier mein Butterschmalz zum Schmelzen habe. Oh Mann, ganze Bude verraucht. Hapü, die dicke Luft ist etwas abgezogen. Naja, ein bisschen was von dem Butterschmalz habe ich noch. Alle Fenster offen. Und jetzt braten wir erstmal das Hähnchen da drin schön an, bevor wir dann die Frühlingszwiebeln, die Gewürze hinzutun. Ein bisschen was von dem Paprikamark kann ich gleich mit hinzutun. Also Paprika-Tomatenmark. Und ich würde mal sagen, die Tube ist leer. Schön anschmuggeln. Und nicht davonlaufen. Auf halbem Wege in etwa vom Anbraten tun wir ein bisschen Salz gleich hinzu. Das mache ich frei nach Gefühl wieder. Nachsalzen, nachpfeffern kann ich immer noch. Pfeffer. Ein Curry kommt ziemlich zum Schluss rein. Die Frühlingszwiebeln kann ich jetzt mit hinzutun. Dann tue ich das Ganze soweit fertig anschmuggeln lassen, bis es mir gefällt. Oh Freunde, das riecht. Na, schmeiße ich alles runter. Das riecht so lecker, ich könnte es jetzt schon essen. Aber wir wollen ja an Reis auch noch haben. Ja, dann tun wir das Ganze noch mal raus. Tja, eigentlich habe ich gedacht, ich brauche da jetzt noch mal ein bisschen Butterschmalz. Aber ist dem wohl nicht so. Dann kommen die Zwiebeln mit rein. Oder das Zwiebelchen, das Eckerle. Tun wir auch kurz anrösten. Und ja, ich mache mir jetzt circa eine Vierteltasse Reis.
Ich habe keinen Bock, wieder wochenlang dran zu essen. Und den braten wir jetzt einfach mal kurz schön an. Und schütten dann, ja, 1,5 Tassen Wasser, sage ich jetzt mal, schütte ich jetzt rein. Mein Brühwürfel. Was davon noch übrig ist, kloppe ich auch gleich mit dazu. Dann kochen wir jetzt erstmal den Reis. Ab und zu umrühren. Nicht vergessen. Und dann sehen wir weiter. In der Zwischenzeit kümmere ich mich jetzt um meine Orangen. Da ich absolut keinen Plan habe, wie ich das am besten mache, schnibbel ich das einfach mal kurz und klein. Wo ist mein Schabeschieber? Oh Mann. Ja, und dasselbe, was hängt denn hier rum? Mache ich jetzt mit der anderen Orange. Tja, hier haben wir die zwei Orangen. Wer es noch schöner haben will, kann noch das weiße Zeug noch weiter wegpulen und sonstiges. Ey, ich mache das für mich alleine. Ich habe mir das jetzt alles gespart. Wenn ich so eine Orange esse, dann lasse ich das auch teilweise dran und popel dann jetzt stundenlang rum. Und das kommt ziemlich ganz zum Schluss eben mit rein und dann hoffe ich, dass es da einen schönen Orangengeschmack gibt. Andere kann ich mir vorstellen, tun dann Orangensaft oder sonstiges mit reinkippen, aber nein, das wollte ich alles nicht. Ich wollte so, ja. Was ich aber jetzt noch mache, ein Löffelchen Zucker drüber und das war's. Und dann warten, bis der Reis soweit ist. So, Freunde. Ja, der Reis ist schon gut aufgegangen. Jetzt ist der Zeitpunkt für mich da, alles wieder oder das Fleisch mit den Frühlingszwiebeln hier hinzuzufügen. So. Und so lassen wir das jetzt noch eine Runde weiter brodeln, bevor wir nachher dann die Orangen mit rein tun. Jo. Genau so machen wir das jetzt. Aber jetzt tue ich das Ganze erst einmal so probieren. Und stelle fest, es hat schon guten Geschmack und den Löffel verwende ich jetzt wieder, weil heute, ja, nur für mich und ja, im letzten Video, ihr hattet's recht, hätte ich nicht wieder reinfahren sollen. Ja, aber das kommt halt vor. Wenn ich Besuch habe, werde ich mir das ganz gewaltig verkneifen das nächste Mal. Ist passiert, macht nichts. Wir haben es alle überlebt. Hoch. Lass mal's brodeln. So, Freunde, ich habe jetzt noch ein klein bisschen Wasser hinzugegossen, weil sonst wäre mir das wahrscheinlich zu trocken jetzt geworden. Dann haue ich meine ganzen Orangen hier rein. Und ich glaube, das wird sehr fruchtig. Oh, riecht das gut. Tja, und so lassen wir es jetzt für, ja, 2 bis 5 Minuten noch mal vor sich hin köcheln, dass es alles schön heiß wird, durchgeköchelt ist. Und dann können wir auch schon essen. Und das Geiste ist, ich kann den Deckel schon mal wegräumen, den habe ich gar nicht gebraucht. Gerade probiert und mich noch entschlossen, noch ein Löffelchen mit Zucker hinzuzufügen. Bevor es gleich auf den Teller geht.
bin jetzt echt gespannt, wie das dann komplett fertig schmecken tut. Ja. 2 Minuten noch und dann sehen wir uns an der Anrichte. Hui, buh. Och. Tja, fertig ist mein Chicken Reistopf Orange. Und das Ganze probiere ich jetzt erst einmal ordentlich, damit ich auch ein richtig gescheites Fazit abgeben kann. Und ich habe das Gefühl, dass ich da wieder 2 Tage oder 3 dran esse. Meine Fresse. Ja, so sieht das Ganze fertig aus. Und jetzt Löffel und ab in den Hals. Na, dann wollen wir mal. Ohne die Schnute zu verbrennen, hoffe ich. Geil. Mal was anderes. Very hot. Aber das ist mal richtig geil. Also, Hähnchenbrust ist gut. Der Reis ist gut. Nicht zu viel. Viel Orange. Schmeckt sehr orangig. Nur lecker. Leute, ich gehe jetzt auf meine blaue Couch zu genießen und sage mal Tschaikowski, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Mmh.